Recht herzlich willkommen zur 106. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir werden hier, wie man sieht, immer noch belagert. Truppen ohne Ende haben die da, wir leider nicht. 30.000, 1628 sind seine. Ja, wir sind, glaube ich, in der Stadt auch immer schön am Ausbilden. Soweit wie möglich. Machen wir mal. Und dann müssen wir aber auch gucken, dass wir hier unten und so weiter machen, dass wir noch ein Heer zusammenkriegen, um die anzugreifen. Was mir allerdings... Ah, jetzt ist Geld alle dann. Was wir dann auf jeden Fall gucken müssten, ist, wir sollen ja diese Stadt hier einnehmen, ne? Dass wir da einmal mit einer Truppe hingehen und gucken, wie die Verteidigungsstärke da ist, damit wir das schon mal raus haben. Vielleicht, wenn wir da angreifen, ziehen die auch immer ihre Truppen da ab. Das wäre natürlich dann ein richtig guter Weg für uns, das hinzukriegen, ne? So, jetzt ist noch die Frage, wo unser Händler geblieben ist. Ich weiß nicht genau, wo wir den als letztes stehen lassen haben. Krasimir, oder wie hieß er noch? Ja, momentan ist ja auch gar keiner hier irgendwie zu sehen, ne? Machen wir erstmal weiter. Und da ist der Händler. So, das ist aber nicht der, den wir brauchen. Besim Karadzic ist es nicht. Wir brauchen einen anderen Händler. Krasimir Kravelov. Karavelov, so heißt er. Ja, der ist hier, glaube ich, ne? Dann gucken wir doch mal rein, was wir da finanziell so leisten können. Warte mal, wir haben hier Fälle. Wir haben die mit 113 gekauft, aber der geht sofort runter. Das bringt uns also auch nichts. Hier ist es gut, die können wir alle verkaufen. Hemden für 900 ist auch top. Hier geht's, glaube ich, runter. Ne, doch noch nicht. Auch weg. Das ist auch ein guter Preis. Da müssen wir da aber irgendwo erwarten. So, 40 weg. Das geht auch ein bisschen. Da machen wir mal so 55. Und hier ist auch gut. Bei 40 machen wir schon mal. Weil die auch loswerden. Das hier ist ein Top-Preis. Den können wir einkaufen. Leider nur 4. Brot ist auch günstig. 5. Das Bier geht auch. Aber geht auch sofort hoch. Salz 120 ist auch gut. Da geht ein bisschen mehr. Der Fisch mit 100 ist, glaube ich, teuer. Der Wein ist auch teuer. Das haben wir gerade verkauft. Wie ist das hier? Hier geht was. Ne, das ist, glaube ich, auch teuer, ne? Genau. Gut, dann sind wir da schon durch. Und ich weiß gar nicht, wo wir rumgegangen sind. Dann gehen wir jetzt hier lang. Wir müssen nur gucken, dass unsere Truppen halt irgendwo... Ah, guck mal, hier wird schon wieder gekämpft. Und 28, ne? Und ja, okay, da kommen auch nicht alle. Und eine Seuche oder was, ne? Ist hier schon die Truppe fertig? Wo war das jetzt mehr? Ne, ist noch nicht fertig. Aber da sind noch Truppen. Die schicken wir mal ganz schnell dahin. Gucken uns das an. Händler ist da. Immer in Krakau, ne? Gut, hier können wir verkaufen. Hier auch. Da können wir noch zukaufen, aber nicht viel. Gerade mal eine Einheit. Das können wir eher verkaufen, aber fällt auch gleich runter. Da ist ähnlich. Nein, da können wir alles verkaufen. Das lohnt nicht. Ja, das ist auch schon ein Preis, den wir nicht brauchen. Das ist, glaube ich, günstig, geht aber auch sofort hoch. 300, ne, das war auch teuer. Keramik ist billig. Wolle war 60 niedrig, ne, genau. 140, ja, geht auch gleich hoch, wollen wir auch nicht machen. So, weiter geht's nach da und wir gucken hier unten nochmal zu, was da Sache ist, ob die da schon ankommen. Da sind die beiden Einheiten. Oh, da kommt einer raus, beschäftigt die, vielleicht gar nicht mal verkehrt. Können wir gerade hier noch was nachlegen. Geht aber auch nur einer. Gut, weiter. Die haben sich da vorbeigeschlichen, ne? Jetzt können wir hier mal gerade gucken. Boah, 80.000. Wow. Da haben wir natürlich keine Schnitte gegen. Und da noch so viele Truppen.
Ich glaube, da sehen wir ganz alt aus. Ich glaube, Sofia werden wir auch ganz schnell verlieren, ne? So viele Einheiten kriegen wir nicht nachgelegt. Das glaube ich nicht. Wir kriegen schon gar nicht so viel Geld zusammen, ne? Ach so, da habe ich einen falschen Klick gemacht. Den musste ich da machen, so. Das ist günstig. Können wir aber nicht kaufen, weil wir kein Geld dafür haben, erstmal. Da geht was weg. Gut. Da auch. So, jetzt können wir kaufen. Das war schon mal gut. Hier ist günstig. Aber kein Geld. Da müssen wir erst das verkaufen. Und das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Da lohnt's. Zack. Und da geht ein bisschen, ne? Ein bisschen viel. Zack, 100 weg. Kaufen wir die ein. Die Hemden. Können wir da mitnehmen. 18 Stück. Ja. Das war's auch sozusagen schon, ne? So, dann geht der Händler mal hier rüber. Exquisit. Gucken wir, dass wir bei denen noch was handeln. Das sind schon 5 Miese wieder. So, jetzt nochmal richtig. Da lohnt nicht, da lohnt. Ah, geht aber auch runter. Machen wir aber ein bisschen. Das können wir noch zukaufen, rein theoretisch. Das ist sogar noch billiger hier, der Keramik. Das ist ja super. Wir haben es für 80 gekauft. Guck mal, für 120. Aber mehr geht gar nicht, okay. Hier geht ein bisschen was. Auch alle weg, sehr gut. Das ist ein Top-Preis hier, ne? Machen wir mal so. Hier geht noch was. Okay, da ist das Geld dann schon wieder alle, ne? 14 Hemden. Ja, aber ist vielleicht so am besten. Sehr wohl. Marschieren die weiter. Die sind hart am Kämpfen. Und hier passiert gar nichts mehr. Wegen Truppen schon raus. Geht nicht, kein Geld. Wie sieht's hier aus mit Nachfordern? Geht auch nicht, fehlen 13.000. Da müssten wir mal schauen, dass wir gleich irgendwie so Warenhaufen erstmal angucken, ob da was geht noch. Hier waren manchmal welche, ne? Und ja, hier oben lagen auch welche, aber das ist jetzt fraglich, ob wir da welche finden. Krasimir ist schon da. Ja, das ist jetzt hier mal der Preis zum Verkaufen. 28.000. Das lohnt alle nicht. Das geht, na, doch 120 geht sogar was. Machen wir auch. Das lohnt nicht. Und das lohnt auch nicht. Hier oben können wir noch was machen. Zack, weg damit. War sowieso viel zu viel von unrentabel, ne? So, 80 kaufen wir ein, aber können wir noch nicht mal machen, weil wir hier Miese haben, ne? Lass mal laufen gerade. Wir hoffen, dass irgendwo ein Händler gerade ankommt und wir Geld kriegen. Oh, sieht schlecht aus. Ah, jetzt war irgendwo einer, der richtig Reibach gemacht hat. Da, jetzt hat es richtig gut geklappt. So, jetzt müssen wir nochmal hier kaufen. Davon. Ja, ich nehme sie mit, ne? Das wäre auch gar nicht schlecht gewesen, aber passt schon. Mit Vergnügen. Und weiter der Händler gen Osten. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Geld hinkriegen, ne? Das ist unser größtes Problem zurzeit.
Das geht sofort runter, lohnt also gar nicht. Da können wir noch billig nachkaufen. Hier geht was verkaufen, aber wie man sieht, auch nicht gerade viel. Nämlich gar nichts und fällt es gleich runter, das mache ich dann auch nicht. Hier achte. Ah, das ist nicht sehr rentabel, ne? Hier können wir noch ein bisschen beikaufen und dann war es das auch schon. Können wir noch nicht mal, weil wir kein Geld haben. So sieht's aus. Können wir wieder warten, bis irgendwo einer ist, der gerade Geld macht. Außer wir jetzt. Guck mal, wenigstens so 5000 plus, dass wir noch ein bisschen kaufen können. Aber ich glaube, das wird auch nichts gerade, ne? Oh, 40.000 miese. Ich glaube, wir sind gerade ganz schlecht unterwegs mit dem Geld. Da kriegen wir gar nicht mehr raus. Wird noch teurer. Können wir uns alles gar nicht leisten. Sofia geht bald kaputt wahrscheinlich. 34.000. Das waren 80. Unfassbar. Irgendwo Waren hier, die man abholen kann? Nee. Truppe weigert sich wegen Moralverlust. Alles klar, brauchen wir mit denen auch nicht sprechen. Der kann auch nichts wegen Rot. Der läuft auch gar nicht, weil nichts kaufen kann wahrscheinlich, ne? Tja, gehen wir da hin. Jetzt müssen wir schauen, dass wir so hinkriegen. Unrentabel. Es ist, lohnt sich hier gar nicht. Das lohnt komplett. Aber wir haben es gleich verkauft und hat nichts gebracht, weil wir kein Geld da oben haben. Na, hier geht was. Okay, alle verkaufen, aber kommt trotzdem nicht auf den grünen Zweig dadurch. Hier geht jetzt was. Ja, aber immer noch miese. Ich kann doch nicht mal zukaufen. Obwohl es hier auch gar nicht lohnt, glaube. Vielleicht hier Stoffe und die Wolle. Mehr auch nicht. Ja, weiter geht's. Obwohl, jetzt sind wir wenigstens an der Schwelle von null. Vielleicht ist da mal einer, der was gut handelt, damit es klappt, ne? Wir müssen ins Plus kommen, das wäre wichtig. 12.000 miese wieder. Zu viel, einfach zu viel. Ja, was ist hier los? Kannst du billig einkaufen? Die Kammern sind hier voll, oder was? Sind verkauft. Hier gibt es noch billiger, wie ich schon habe. Ich glaube, so billig war es noch nie. 87 hier. Das Lager ist sowas von voll. Ja, guck mal, hier geht nichts. Kann ich jetzt nichts kaufen. Händler, andere Händler, bitte mal ein bisschen Geld verdienen. Hier unten war doch so eine Verweigerungshaltung, ne, bei der Truppe, oder? Gut, das bedeutet tschüss. Den Unterhalt müssen wir dann auch nicht bezahlen. Weg ist er. Aber hier, 23.000 miese. Das sieht mal wieder ganz schlecht aus. Gucken wir mal. Gibt es irgendwo was, was wir bewegen können? Obelisk. Hier waren diese Bauarbeiter. Können die da eigentlich hin? Nee, ne? Warte mal, das ja. Ach so, dann müsste ich das vielleicht abbrechen, ne? Nein, mach ich nicht. Krasimir ist da, der geht aber nur von Stadt zu Stadt, das funktioniert nicht anders. Truppen habe ich keine, also funktioniert es auch nicht. Aber wir kommen gerade hier ins Plus, wie man sieht.
Konnten noch nicht mal die eine Truppe, die wir da gerade weggeschmissen haben, leisten. Dafür geht's jetzt wenigstens voran, ne? 12.000 plus. Oh, geht auch gleich hoch hier, die 87. Und wie ist es hiermit? Kann ich die jetzt kaufen, oder? 410. Das Bier. Kriegen wir auch noch 3er. Ne, 24. So, das heißt, wir gehen weiter hier hin oder gehen wir erst dahin. Gucken uns Konstante an. Die haben eine Hungersnot, die trinken dann also das Bier aus. 234. Das lohnt. Das lohnt auch. Bis zu einem gewissen Maß aber nur. Und das lohnt auch. Hier haben wir noch 4, die gehen auch weg. Und hier gehen 8 weg. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir gehen einfach zurück und holen nochmal Bier und das können wir noch verkaufen. Und Ton oder Keramik. Schon machen wir unterwegs. Mal. Irgendwas war da ja, ne? Also Truppenunterhalt ist nicht zu stemmen, ne? Bier. Zack und darüber. Ja, aber wir sind schon wieder so weit, dass ich sagen würde, wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und will hoffen, dass wir nächstes Mal auch wieder mitguckt. Bis dann. Tschüss.